Moin Freunde und herzlich willkommen zum ersten Video des Edelcups der Deutschen Eishockey Liga in Verbindung mit der ISL und in Verbindung mit der Deutschen Telekom. Gestern Abend um 19 Uhr fand das erste Edelcup Qualifikationsturnier statt und es war wirklich interessant zu sehen. Es war wirklich ein geiles Turnier, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und ja, die nächsten Turniere stehen an. Samstag, 16. November wieder 19 Uhr und Samstag, 23. November ebenfalls wieder 19 Uhr. Wer sich noch nicht registriert hat oder wer davon noch gar nichts wusste, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch ganz easy, locker, flockig einen Account machen und mit diesem Account könnt ihr dann, wenn der mit dem ESL-Account verknüpft ist, an dieser Edel teilnehmen. Das Ganze läuft auf der PlayStation 4. Und es ist wirklich einfach gemacht, also man braucht später gar nicht mehr den PC unbedingt, sondern man kann alles über die PlayStation abwickeln. Die ganze Turnierbaumgeschichte wird angezeigt, man wird informiert, wann die nächste oder wann das nächste Duell ansteht, gegen wen das nächste Duell ansteht. Und vor allem aber kann man auch die Ergebnisse direkt per Screenshot an die Veranstalter weiterleiten, die dann die Bracket weiter bearbeiten. Es sah dann so aus, es gab hier eben eine Info, da sind eben die Spielregeln dabei, die Turnierdetails und. Check-in ist dann am Samstag immer um 18.30 Uhr. Das heißt, da wird dann nochmal von euch gewollt, dass ihr euch quasi bestätigt. Das heißt, okay, ihr seid da, ihr seid bereit. Und von 248 angemeldeten Spielern beim ersten Turnier waren am Ende 153 eingecheckt. Das heißt also, 153 Spieler haben dann daran teilgenommen. Und dann irgendwann um 7, wenn dann der Check-in vorbei ist, wird dann dieser Turnierbaum kreiert. Und dieser Turnierbaum, wenn er denn kommt, ja, der sieht dann im Prinzip so aus. So sieht das Ganze dann aus beim Turnierbaum. Und da kann man dann zurückgehen und es wird halt echt, dass man sagt, okay, krass, wo bin ich denn? Also ihr seht, es ist schwer, sich da selber zu finden, aber auch da hat man sich Gedanken zugemacht und dann kann man entweder alle anderen suchen oder aber, und das ist das Coole, man kann einfach auf sich selber gehen. Das heißt, okay, wir gucken mal, zack, und dann springt er direkt zu uns und dann sehen wir unseren Weg. Da gab es dann eben einen Sieg, da gab es eine Niederlage und. Und das Ganze geht dann bis ins Finale. Ihr könnt auch bestimmte Spieler suchen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ah, hier Eisbär 83, ein Kumpel von mir, was hat der denn gemacht? Dann springt er dahin und sagt, okay, Default Win, der hatte keinen Gegner und dann gegen MPK 8 ist er ausgeschieden. Also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, der Turnierbaum ist richtig geil geworden und es ist wirklich eine spaßige Geschichte. Also ich freue mich da riesig, dass die DEL das macht und ja, ich freue mich auch riesig, dass das zusammen mit der Telekom abläuft und es wird jetzt 16 solcher Turniere geben. Also ab gestern im Prinzip 16 Wochen lang, immer samstags, gibt es die Möglichkeit, bei diesem Edelcup vorbeizuschauen und es gibt natürlich auch Gewinne. All die, die das Turnier gewinnen, die ersten drei kriegen jeweils einen Preis, da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Und die 16 Sieger aus diesen 16 Cups, die kommen dann in quasi die Playoffs. Und diese Playoffs werden dann ausgespielt bis zu den letzten vier. Und ja, die letzten vier werden dann in einem Offline-Duell irgendwo, das weiß man noch nicht, oder ich weiß noch nicht, wo das stattfinden wird, werden dann entsprechend um den ersten Edelmeistertitel kämpfen. Es ist eine geile Sache, wie schon gesagt. Und ich will euch da jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Ich will euch mein erstes Spiel zeigen im Duell beim Edelcup der ersten Qualifikation. Eins vorweg, ich bin nicht der beste NHL-Spieler, das ist keine Frage. Also, was ich da gestern gesehen habe, es haben ja vereinzelt auch Leute gestreamt. Und was ich da gesehen habe, also, ich bin auch nicht der Schlechteste, weiß Gott. Aber was ich da gesehen habe, war schon krass. Auf jeden Fall, jetzt erstmal dürft ihr mein erstes Spiel ansehen. Und danach zeige ich euch die ersten drei Platzierungen des ersten Edelcup-Qualifikationsturniers. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, den Link packe ich in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da noch registrieren. Und nach der ersten Partie sehen wir uns dann nochmal und dann zeige ich euch den Sieger des ersten Qualifikationsturniers und auch, welche Preise ausgespielt wurden für die ersten drei Platzierungen. So, hier sind wir also noch im Auswahlmenü und gewollt war ja bei diesem Edelcup nur DEL-Mannschaften. Und ich habe mich heute dazu entschieden, erstmal mit den Eisbären Berlin anzutreten. Mein Gegner
hat die Thomas Sabo Ice Tigers gewählt und dann konnte es auch schon losgehen. Wichtiger Hinweis, ihr habt, wenn der Bracketbaum oder wenn der Playoffbaum erstellt ist, dann habt ihr 15 Minuten Zeit, euren Gegner herauszufordern. Nach 15 Minuten kann der oder wenn euer Gegner nicht da ist, könnt ihr ein Ticket erstellen an die Admins und könnt sagen, hey, mein Gegner ist nicht aufgetaucht. Auch das geht ohne Probleme über die PlayStation und dann wird das Spiel im Endeffekt für euch gewertet und ihr zieht in die nächste Runde ein. So, dann müssen wir natürlich die Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen, die gewünscht sind, die seht ihr nochmal auf der Übersichtsseite bei Reglement. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie es auszusehen hat. Im Endeffekt ist nicht viel zu ändern. Ihr müsst die Regeln von NHL auf eigene stellen und dann lediglich im Shootout-Modus von fortlaufend Overtime auf 5 gegen 3, 5 Minuten 3 gegen 3 und dann Penalty schießen. Und dann kann es auch schon losgehen. Das sind die Einstellungen, die man vornehmen muss. Also es ist relativ einfach. Relativ easy und dann geht's auf in die erste Partie der Edel. Qualifikation gegen Purzel 100 Flecki habe ich gespielt. Verbindung mit dem Nutzer war gut. Ist in den meisten Fällen der Fall, wenn die User aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Natürlich kann man da immer mal wieder Probleme haben. Sollte es da zu Problemen kommen, könnt ihr gerne die Admins natürlich zu diesem Problem befragen. Wie sieht es aus, wenn mein Gegner kein entsprechendes Internet hat? Also die Admins stehen euch da jederzeit zu Rat und Tat und es gibt auch einen Discord-Server, wo ihr euch dann dorthin wenden könnt oder aber alles über die PlayStation laufen. Also ich, die Eisbären Berlin, gegen die Thomas Sabo Ice Tigers in den weiß-schwarzen Jerseys. Und der Anfang und auch gerade für die DL, es ist so, wenn man online spielt und man spielt die ganze Zeit mit den NHL-Mannschaften, das ist ein Riesenunterschied, gerade weil die Eisfläche größer ist, weil die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer ist. Aber ich finde, das macht eben den Reiz aus in dieser Edel, in dieser ersten deutschen Eishockey-Liga. Und ich finde es auch eine richtige Entscheidung seitens den Veranstaltern, dass man da wirklich sagt, okay, man nimmt DEL-Mannschaften ansonsten, man macht eine erste deutsche Eishockey-Liga und man nutzt dann NHL-Teams. Das wäre natürlich nicht zielführend. Von dem her war das schon richtig so ausgewählt. Also, hier also die Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Eisbären Berlin, die wollte ich nehmen, weil ich ja letztes Jahr meine DEL-Saison mit den Eisbären Berlin gespielt habe. Und ich mag die Eisbären. Also es gibt in Deutschland wirklich keine Mannschaft, die ich überhaupt nicht mag in der deutschen Eishockey-Liga. Und ja, aktuell läuft ja bei mir auch die Stadiontour, die jetzt dann im Januar weitergehen wird. Mit Köln, mit Düsseldorf, mit Nürnberg, mit Augsburg, mit Straubing, mit Ingolstadt. Und das ist schon ein wirklich wahnsinniges Projekt. Dann fehlt natürlich noch Iserlohn, dann fehlt noch Krefeld, Bremerhaven, da gehen wir auch noch hin. Also es sind auch viele, viele Stationen, wo wir noch nicht waren. Vier Stationen gab es ja bereits. Berlin, der Anfang, dann Wolfsburg waren wir schon. Als drittes war Schwenningen dran und zuletzt am 20. Oktober, ist jetzt schon eine Weile her, waren wir in München. Wirkt schon wieder so lange her, ist eigentlich noch gar nicht so lange. Aber ja, die Stadiontour ist eine richtig geile Geschichte. Das nur am Rande. Hier gibt es die erste Strafzeit gegen Leo Pföderl und für ihn ist es natürlich, ja, ein besonderes Spiel. Gerade auch hier, Leo Pföderl hat ja lange für die Thomas Sabo Ice Tigers gespielt, jetzt bei den Eisbären Berlin. Und dementsprechend steht man sich da als Kontrahent gegenüber. Aber die Strafzeit gleich wieder vorbei und das gibt die erste Strafe auch gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Und deshalb die Strafe wieder aufgehoben. 4 gegen 4. Überzahlspiel vorbei. Und am Anfang, ich glaube, es geht jedem so, der daran teilnimmt. Nervosität ist dabei, also bei mir absolut. Und da kann man meinen, hey, du bist doch hier der größte deutsche Eishockey-YouTuber. Das ist völlig egal. Wenn so ein Event ist, dann ist es völlig egal, ob man YouTuber ist, ob man Streamer ist, sondern dann zählt diese Partie. Und dein Gegenüber, dem ist es auch völlig egal. Vielleicht sogar, wenn man bekannt ist, vielleicht sogar noch der Ansporn. Oh ja, da ist er. Dem will ich es unbedingt zeigen. Aber jetzt gibt es erstmal
Überzahlspiel Eisbären Berlin. Viele, viele Strafzeiten in den ersten 9 Minuten. Sommers. Und beide haben probiert, am Anfang wirklich keinen Fehler zu machen. Trotzdem ihre Chancen irgendwie zu bekommen, so wie hier jetzt. Schuss bleibt aus. Aber es ist doch am Anfang für die erste Partie. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Man kennt den Gegner im Zweifel nicht. Sondern man muss mit dem umgehen, was man hat. Und die Möglichkeit für Brown, der da allerdings mit der falschen Drehung angegangen ist. Und ja, Sebastian Dahm die Möglichkeit gibt, hier nochmal nachzujustieren. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Noch eine Sekunde. Dann Powerplay vorbei. Da ist die Chance für Berlin in Form von Florian Busch. Aber auch hier der Keeper leider, leider safe aus meiner Sicht. Also die ersten 11 Minuten, 13 Sekunden durchaus mit Aktionen behaftet. Und Nürnberg und Berlin, die beiden Teams hier im Fokus. Haben wir uns gut durchgesetzt über die linke Seite. Dann kommt der Querpass, aber Oliver Mebus, der hat da ja die Oberhand. Dann wieder Nürnberg. Es ging tatsächlich hin und her in den ersten knapp 15 Minuten. Chancen waren bis dahin auch welche da. Allerdings waren beide gut in der Verteidigung. Jetzt aber Hässler legt drüber auf Ferraro. Aber auch da wieder Niklas Treutle, der Sieger in diesem Zweikampf. Also Niklas Treutle ist ja auch ein Torhüter, der wirklich in den letzten Jahren absolut unverzichtbar geworden ist für die Thomas Sabo Ice Tigers. Spielt dort seit der Saison 2017, 2018. Und im ersten Jahr hat er wirklich einen Safe-Prozentsatz von 94,4% gehabt in 25 DEL-Spielen. Also das ist schon wirklich eine hervorragende Quote, ausgebildet auch in Nürnberg. Ging dann zu den Hamburg Freezers, hat dort jahrelang gespielt und kam dann über München. Hat sogar 2 NHL-Spiele gemacht für die Arizona Coyotes. Wieder zurück nach Krefeld und von da aktuell ist er in Nürnberg. Vertrag läuft noch bis 2020, das nur am Rande. Und hier steht es trotzdem weiterhin 0:0. Die beiden Spieler da hoch konzentriert und da ist es! Da ist das erste Tor. John Ramage mit dem 1:0 für die Eisbären Berlin. Und da hat er einfach mal den Schuss gewählt. Nicht den großen Querpass, nicht die Verkünstelung, sondern den Direktschuss. Und der geht über die Fanghandseite bzw. über die Blockhandseite von Niklas Treutle. Und John Ramage, der in seiner ersten DEL-Saison hier in Deutschland verweilt, kam aus der American Hockey League von den Binghamton Devils. Und da kommt gleich die nächste Chance für Wismann. Und das ist bei mir zumindest so, wenn der erste Treffer mal gefallen ist, dann läuft's. Wenn der erste Treffer fällt, dann ist es irgendwie, ja, dann läuft's. Aber da schon der nächste Dämpfer und Wismann mit der Strafzeit. Das bringt also wieder Überzahlspiel für den Kontrahenten. Kai Wismann 2 Minuten auf der Strafbank. Und Schäfer trotzdem Minutenzahl. Berlin angriffslustig. Berlin will nachlegen nach dieser 1:0-Führung. Spielt er stellenweise die Ice Tigers an die Wand und dann in Unterzahl fällt der nächste Treffer. James Shepard lässt buchstäblich Shepard in Unterzahl. Austin Ortega und Frank Hörtler mit den Assists. Und das ist richtig bitter für so ein Spiel natürlich. Gerade wenn man eine Überzahlsituation genießen kann, gerade auch kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Und dann muss man sich ein Unterzahltor einfangen, das ist, ja, ich glaube, das nagt natürlich. Aber nichtsdestotrotz, der erste Durchgang läuft und noch waren 40 Minuten zu spielen. Und es war jetzt nicht so eine Partie, wo man einfach sagt, okay, die hatte einer der beiden absolut unter Kontrolle. Da waren jetzt die 2 Tore da, das gibt schon mal ein bisschen Ruhe, das gibt schon mal ein bisschen, ja, Selbstsicherheit. Aber 40 Minuten sind noch zu spielen und da kann, und wir kennen das vom Eishockey, da kann wirklich noch alles passieren. 6:2 Schüsse. Spricht so ein bisschen für, ja, Dominanz, aber es war nicht dominierend. Also
Die Schüsse sind dann nur bedingt wichtig. Schüsse sind zwar die Abschlüsse, aber rein spielerisch auf beiden Seiten die Möglichkeiten da. Nürnberg hat ein bisschen weniger geschossen, Berlin ein bisschen mehr. Wo mehr Schüsse sind, können dann auch im Umkehrschluss mehr Tore fallen. Jetzt aber erstmal rein in den Mittelabschnitt. Noch knapp eine halbe Minute Überzahl für den anderen Spieler. Austin Ortega. Ah, da wollte er den Querpass legen auf Shepard. Wie auch schon zum 2:0. Aber gut abgefangen vom Nürnberger Verteidiger. Berliner jetzt wieder komplett. Und auch hier, der Fehlpass misslingt. Dann der Aufbau. Wieder von Berlin. Shepard, Scheibe tief. Und Buck. Versucht er die Drehung. Will da vorbei. Hat er sich ein bisschen verschätzt. Und James Shepard. Und Austin Ortega diesmal andersrum. Nicht, dass Austin Ortega James Shepard bedient, sondern hier kommt der geniale Pass von Shepard in Richtung Austin Ortega. Also die Reihe Ortega, Hördler und Shepard, die funktioniert. Bis dahin leider aus meiner Sicht ohne Ausbeute im zweiten Abschnitt. 5 Minuten gespielt. Langsam aber sicher kann sich dann auch die Nervosität ein bisschen legen, gerade auch durch diese 2:0-Führung. Gegner hat zum jetzigen Zeitpunkt da nicht mehr so viel in die Offensive hinbekommen. Aber da lassen wir uns nicht davon verunsichern. O'Brien mit über 7 Minuten Eiszeit bis dahin. Leo Pföderl, der Ex-Nürnberger mit der Chance in allerletzter Sekunde dran gehindert. Und was wäre das? Leo Pföderl hier. Ah, zu energisch eingestiegen, nächste Strafzeit. Und dann 6 gegen 5. Nochmal der Querpass. Und wenn der da in Richtung Nürnberger Spieler kommt, dann wird das absolut gefährlich. Schöner Querpass, den er da versucht hat, auf die Nummer 13 abzulegen, auf Ryland Schwarz. Und wieder die Überzahl. Powerplay Nummer 3 für die Ice Tigers. Bislang ohne Erfolg. Da kann er sich durchsetzen. Braun aber mit der Möglichkeit jetzt zum Konter. Scheibenball abgenommen. Dann merke ich dann, er drückt mich da raus. Und in Unterzahl ist es halt einfach so. Vorne fehlt ein Spieler. Da kann man nur die Sekunden von der Uhr nehmen. Egal, ob ihr euch entscheidet, die Scheibe direkt nach vorne zu pushen oder sie am Spieler direkt nach vorne legt, und da ist Pföderl. Und nur Zentimeter fehlen auf Treffer Nummer 3 und damit den nächsten Unterzahltreffer. Riesenmöglichkeit für die Eisbären hier zu erhöhen. Kettema. Da gab es immer wieder Momente, die man dann auch hätte nutzen können zum 3:0. So, jetzt mal die Druckphase. Das Lapierre. Aber auch er scheitert wieder. Im letzten Moment Oliver Mebus noch da. Oh, Scheibe ist noch drin. Da wird wirklich um jeden Zentimeter gekämpft. Also sowohl Flecki als auch Bloody, die kämpfen da um jeden Zentimeter Eisfläche. Jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Entfaltungsmöglichkeit, aber große. Der Verteidiger, 1998 geboren, aktuell ja verletzt, kommt da dazwischen. Die Kader übrigens sind ja online immer aktuell. Das heißt, jeder hat im Endeffekt den gleichen Kader. Und dementsprechend gibt es da keine Möglichkeit, selbst wenn man offline einen eigenen Kader eingestellt hat, ändert das nichts. Sobald man online ist, hat man den gleichen Kader. Und da war die Antwort. Erster Treffer für meinen Kontrahenten. Und der war so wichtig. Und damit das Spiel wieder offen. Philipp Dupuis, der Torschütze. Brown und Festerling mit den Assists. Und jetzt wird es wieder spannend, Leute. Also, nur noch 1:2. Nürnberg wieder dran, und auf der anderen Seite
Die nächste Möglichkeit, dieses Mal für Florian Busch. Da hätte ich die 2-Tore-Führung wiederherstellen können. Aber erstmal Nürnberg befreit sich. Oder versucht es übers kurze Eck. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, als wendet sich das Blatt, als kriegt er da nochmal so den Push nach vorne durch diesen Treffer. Oh, nächste Chance. Jetzt ist es eine Partie hin und her. Jetzt ist es wirklich eine offene Partie, knapp 2 Minuten vor Ende des Mittelabschnitts. Hördler, nochmal auf Louis-Marc Aubry, Ranke. Schnelle Scheiben nach vorne, Defensive aushebeln, dann irgendwie die Anspielstation suchen. Aber immer wieder mein Kontrahent dazwischen. Klar, wenn ich das jetzt so sehe, im Nachhinein kann man immer schön sagen, da hätte man so spielen können. Da hätte man so spielen können. Das sieht da wirklich alles so einfach aus. Aber in dem Moment, wenn man fokussiert ist auf diese Partie, dann reagiert man einfach nur entsprechend. Und trotz alledem eine, ja, mittlerweile schnelle Partie. Ende des zweiten Abschnitts. Und die Statistik bis dahin fehlerlos. Und dann ging es also mit dem 2:1 in die zweite Drittelpause. Spannendes Spiel. Anschlusstreffer in Form von Philippe Dupuy, der Kanadier. Und jetzt noch ein Drittel. Wer holt sich den Sieg? Wer konnte in die nächste Runde einziehen? Das ist die Frage. Austin Ortega kann sich da durchsetzen. In der Mitte wartet Oliver als Shepard. Und wieder der Save von Niklas Treutle, der heute eine wahnsinnig gute Partie zeigt. Also man kann ihm hier wirklich nicht vorwerfen, dass er den Gegenspieler in Spiel hält. Und Bersen. Oh, wenn der ankommt auf Reimer, das ist gefährlich. Wieder Austin Ortega. Austin Ortega! Ich wollte es natürlich bei den Versuchen nicht belassen. Im Gegenteil. Wichtig war, wieder eine 2-Tore-Führung herzustellen. Wichtig war, wieder ein bisschen wegzukommen. Weil mit nur einem Treffer wäre das Ding in die Overtime gegangen. Und wenn es in der Overtime keine Entscheidung gibt, dann kommt es zum Penaltyschießen. Und im Penaltyschießen, liebe Leute, sieht die Regel vor, dass man den Torhüter entsprechend selber steuert. Dementsprechend ist aus meiner Sicht das Penaltyschießen mit allen Mitteln zu verhindern. Aber hier ging es erstmal weiter. Es wurde gekämpft. Es wurde um jeden Zentimeter auf dem Eis wirklich mit allem gekämpft. Und wieder Lapierre. Aber es ist zum x-ten Mal Niklas Treutle gewesen, der mich da schon wirklich langsam hat verzweifeln lassen. Also ich habe echt gedacht, kann doch nicht sein. Das sind eigentlich 100-prozentige, die man an einem guten Tag einfach reinmacht. Oh, schöner Pass auf Rankel nach vorne. Jetzt 2-auf-1-Situation. Rechts geht Busch und da ist es. Und diesmal habe ich gedacht, okay, jetzt nicht den Querpass. Den hat Treutle immer wieder rausgeholt. Sondern probier es selbst. Und André Rankel macht den Treffer zum 3:1. Und damit wieder die 2-Tore-Führung. Der Kapitän höchstpersönlich mit dem Treffer für die Eisbären Berlin. 7-maliger DEL-Champion André Rankel. Seit der Jugend spielt er im Trikot der Eisbären Berlin. Und die erste Partie der Saison 2003-2004 für André Rankel geht also schon in seine, ja, 16. Saison bei den Eisbären Berlin. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn, André Rankel. Und seit 2012 als Kapitän. Wird er den Club der 1000 DEL-Spiele noch schaffen können, André Rankel? Unmöglich ist es definitiv nicht. Denn aktuell kommt er auf insgesamt 796 DEL-Spiele. 505 Punkte hat er gemacht. Also wichtiger Schlüsselspieler bei den Eisbären Berlin. 34 Jahre alt. Jetzt also 3:1. 9 Minuten noch. Und die Zeit lief mittlerweile
gegen meinen Kontrahenten. Er musste sich öffnen. Er musste mehr in die Offensive tun. Wollte mehr in die Offensive tun. Und dabei entstand diese Chance für Frank Hörtler. Und wieder Niklas Treutle. Harter Check, aber alles im fairen Bereich. Also so verzwickt und so durcheinander die Partie zu Beginn des ersten Durchgangs war, umso besser läuft sie jetzt. Und das ist, glaube ich, überall so. Also das ist auch der Nervosität geschuldet. Das ist dem Anfang geschuldet. Wenn man sie einspielt, dann läuft das Ding. Und die Zeit läuft weiter nach unten. 5,5 Minuten noch. Ferraro auf Hässler. Rechts geht Kettema. Bringt die Scheibe wieder nicht in die Mitte rein. Aber jetzt wieder Kettema. Spielt sich dann ein bisschen in den Freiraum. Und Ferraro blockt da den Puck ab. Landon Ferraro, der Kanadier. Seit dieser Saison bei den Eisbären Berlin. Hat eine Erfahrung von 84 NHL-Spielen. Also bei den Berlinern hat man extrem zugelegt auch an Personalien. Und deshalb auch, ja, so ein bisschen enttäuschend am Anfang dieser Saison. Jetzt mit 16 Partien aktuell auf Rang 6, 25 Punkte. Die Berliner, sie kommen so langsam ein wenig in Fahrt. Playoffs ist, glaube ich, das absolute Muss für die Eisbären. Dann da nochmal der Fehler im Aufbau. 2,5 Minuten und eine Riesenchance. Eine Riesenchance für den Gegner. Und der Schuss, der kam von Chad Bessen. Noch 1,5 Minuten und wieder der Fehler im Aufbau. Es war zum Haare raufen mittlerweile. Schulze, wieder geblockt, wieder Bessen. Ramatsch. Und dann hat der Pass wieder nicht gepasst. Ich bin da gesessen, habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Natürlich nimmt er die Auszeit. Auszeit kann man nehmen, damit die Energie der Spieler nochmal aufgeladen wird. 50 Sekunden vor Schluss. Kommt vielleicht ein bisschen spät, aber man muss da immer warten, wann sich die Auszeit anbietet. Also wenn eine Unterbrechung kommt. Und damit die Energieleistung der Spieler wieder auf Maximum. So, 45 Sekunden. Nicht die Nerven verlieren. Olver auf Lapierre. Da ist Austin Ortega. Scheibe wieder in die Mitte versucht, aber da war viel los. Und im Nachhinein, klar, hätte man sagen können, probier's doch mal über die Außen, spiel doch mal über die Blaue. Aber das sieht man in dem Moment, wenn man im Fokus ist, sieht man das nicht. Weiterhin konzentriert. Oh, Tor! Und da ist es! Das war die Entscheidung. Maxim Lapierre mit dem 4:1 für die Eisbären Berlin. Kam vom HC Lugano aus der Schweiz, aus der National League. Lange, lange NHL gespielt. Unter anderem für die Montreal Canadiens, für die Anaheim Ducks, die Vancouver Canucks und die St. Louis Blues. Kam dann von den Pittsburgh Penguins nach Schweden, Schweiz und jetzt nach Deutschland. Das war die Entscheidung. 4:1 hieß es. Dann auch am Ende nach 60 Minuten. Und dieses Ergebnis wird per Screenshot am Ende eben an die Ligaleitung eingereicht. Der Gegner reicht es ebenfalls ein. Man kann dann auswählen, ich habe gewonnen, ich habe verloren. Sendet den Screenshot. Und dann kann man eben in die nächste Runde. Bekommt dann auch direkt seinen Gegner. Das wird dann schön eingeblendet auf der PlayStation. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Viele Schüsse gab es nicht, 19:6 am Ende. Und da war die nächste Runde geschafft. In der Edelqualifikation in diesem ersten Turnier. Ja, die Freude hielt nicht lange an. Am Ende gab es in Spiel 2 eine 0:3 Niederlage gegen die nächsten Kontrahenten. Da hat es nicht geklappt. Ich hatte wirklich viele Chancen. Ich hatte gute Chancen, aber es hat nicht sollen sein. Und am Ende heißt es, möge der Bessere gewinnen. Und Glück gehört natürlich auch immer dazu. Aber so sieht's aus, liebe Leute. Dieses Qualifikationsturnier. Und jetzt zeige ich euch noch die Sieger oder den Sieger des ersten Qualifikationsturniers und die entsprechenden Preise. Ja, geiles Spiel. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Turniere. Wie gesagt, Link
in der Videobeschreibung. Meldet euch an für die PlayStation 4. Es macht wirklich viel Laune. Und ich denke, das ist das, worum es geht. Spaß und natürlich Wettbewerb. Wer ist der beste deutsche NHL-Spieler 2020? So, nach dem Spiel will ich euch mal ganz kurz noch den Turnierbaum zeigen. Und man kann, wenn man einfach NHL hat, sieht man, wenn man da ein bisschen runterscrollt, normalerweise eben, welche Events ausstehen. Und da steht nächsten Samstag ein Event aus und übernächsten Samstag steht ein Event aus. Und man kann sich, ich zeige euch das jetzt einfach mal, obwohl ich nächsten Samstag nicht kann, aber wenn man sich nicht eincheckt, dann geht das alles wieder zurück. Und man kann sich ganz einfach, wenn man sich einen Account gemacht hat, den verknüpft hat über einen PC, kann man sich hier ganz easy registrieren, zack. Turnierregeln, die kann man dann akzeptieren und zur Startzeit automatisch beitreten, kann man machen. Wenn man das möchte, deine Registrierung für dieses Event wird auf dem Detailbildschirm, zack, dann registrieren wir uns. Aber dadurch, dass ich nicht teilnehmen will, mache ich die automatische Teilnahme nicht. Und wir kriegen eben eine Mitteilung über den Eincheckzeitraum. So, jetzt sind wir da im Prinzip registriert. Ich werde die aber gleich stornieren, weil ich weiß, dass ich da nicht kann. Aber ihr seht es, ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Und dann kriegt ihr eben den Turnierbaum wie folgt. Ich gehe jetzt mal kurz hier noch in die Mitteilung, die wir gekriegt haben. Also hier kommt dann Einladung, neuer Follower, das ist es nicht. Auktion erforderlich, wende dich auf dem Detailbildschirm des Events heraus an den Gegner. Da kam eine Mitteilung von der ESL und das Wettkampfergebnis war dann endgültig. Und hier sieht man dann eben zum Detailbildschirm des Turnierevents, kann man dann nochmal auf das komplette Turnier. Da sieht man den Sieger, kann aber auch die Wettkampfergebnisse anzeigen. Das heißt, ich sehe meine. Da steht, okay, gewonnen gegen Purzel, verloren gegen Linsenmeier. Wie hat sich Linsenmeier geschlagen in der Runde 64? Hat verloren gegen SRM. Er hat gewonnen, dann aber gegen KIV oder gegen KEF 24-12-09 verloren. Dann ging es in die Runde um die letzten 16. Da hat KEF dann verloren gegen Profane Kiss. Und dann Viertelfinale hat Magic Butte gewonnen. Und dann Halbfinale Magic Butte verloren gegen LX. Und im Finale dann gewann Mannheimer 1938 gegen LX. Dementsprechend auch stehen die ersten drei Plätze fest. Mannheimer, LX und Magic Butte. Und da haben wir sie auch, die ersten drei Sieger. Mannheimer, LX, Magic, dann Benis Bumper auf der 4 und Zebra auf der 5. Also sehr, sehr geil gemacht. Und zu gewinnen gab es natürlich auch was. Und da gab es am Ende für den dritten Platz ein Jahr Magenta Sport. Für Platz 2 für LX gab es zwei Karten für ein DEL-Spiel. Und für Mannheimer 1938 gibt es ein DEL-Trikot zu gewinnen. Also, das die Preise. Ich denke, die werden ähnlich aussehen in den nächsten Turnieren. 15 an der Zahl gibt es noch. Merkt euch also jeden Samstag jetzt Turnier einchecken. Und dann dementsprechend einfach dran teilnehmen. Die Nachricht habe ich da oben ausgegraut. Und ja, das war's zum ersten Video des Edel Cups. Der erste Cup ist vorbei. Macht wirklich einen Riesenspaß. Meldet euch an, habt Spaß dabei, es ist einfach sehr, sehr cool, mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und nächsten Samstag geht's wieder los. Alle dürfen mitmachen, außer Mannheimer 1938, der ja schon qualifiziert für die letzten 16, dementsprechend kann er an den nächsten Qualifikationen nicht mehr teilnehmen. Aber ich bin mir sicher, die Namen, die wir jetzt hier lesen, die werden wir das eine oder andere Mal noch in den nächsten Turnieren mit Sicherheit sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich selber werde erstmal noch teilnehmen, sollte sich nichts anderes ergeben. Und ja, sagt danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Sonntag. Genießt die Woche. Bereitet euch vor auf das zweite Qualifikationsturnier der ersten deutschen Eishockey-Liga im E-Sports-Bereich. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.